Genau, und willkommen auf meinem Kanal. Heute möchte ich nochmal hier mitspielen. Ich habe dieses Team vor 3 Tagen circa bei FP-Sticks gesehen und dachte, okay, sieht ja eigentlich cool aus, probieren wir mal aus. Und heute, wo ich mir überlegt habe, ob ich das hier in einem Video ausprobiere, ist mir aufgefallen, als ich die Dateien alles erstellen wollte, es kommt mir bekannt vor, habe ich geguckt, vor 9 Tagen hatte ich das schon hochgeladen. Und das ist ziemlich witzig. Ich habe eigentlich beim Spielen schon immer gemerkt, ey, irgendwie kommt mir das Team bekannt vor. Und es ist ziemlich cool. Und das heißt, wir versuchen das Ganze jetzt einfach nochmal. Bevor jetzt irgendeiner in den Kommentaren meint, nein, auf keinen Fall. Der hat das Team nicht bei mir gesehen und abgeschaut. Also alles cool. Mit diesem Team habe ich mir jetzt so circa 200 Punkte wieder hoch zurückgeholt. 200, 250 um den Dreh. Und bin jetzt bei über 2,7 wieder. Ich bin echt tief gefallen. Denn ich habe immer weiter versucht in der Meisterliga und ich habe es einfach wieder aufgegeben. Und deswegen befinde ich mich hier wieder im Love Cup. Und wenn du gerne dabei sein möchtest, ich werde jetzt in den letzten Tagen und natürlich auch im Johto Cup nochmal einen Push auf Legende starten. Wenn du das nicht verpassen möchtest, jo, wäre der Abo-Button ganz geil und ich denke, wir starten direkt. Let's go. Dann das Team hier ist schon nicht verkehrt. Man hat vorne Ariados, das ein sehr, sehr geiles Pokémon ist. By the way, so ein Lamos wird von einem Vielender, der viel ändert, gewone-shottet. Wir haben vorne keinen Bock auf Fiaro und Makargo und solche Geschichten. Die Blackline, genau, die Backline kommt da eigentlich schon ganz gut gegen an. Und auch mit, oh, der Kreis ist wieder am Start gewesen, oder? Das hier ist schwierig zu spielen. Ich habe jetzt herausgefunden, dass es da mehrere Möglichkeiten gibt. Ich könnte versuchen, direkt auf den Vielender zu gehen, weil da nun mal halt viel ändert. Ich gehe jetzt hier einmal mit einem Schild rein. Vielender würde dich one-shotten. Es gibt Gegner, die lassen den durch und andere schilden den. Weshalb ich das immer schwer finde. Ich mache jetzt hier noch einen Move. So, dann setzen wir ein. Der würde dich one-shotten und bringt mich in eine recht gute Situation. Ich erwarte eigentlich dein eigenes Ariados auf deiner Seite. Okay, wir one-shotten, bam. Weg mit dir. Hammer. So, das heißt, du kommst hier mit, ich gehe raus. Was ist dein? Ja, genau, das Ariados. Oh, Lamos sogar. Das passt. Konfusionslamos nehmen wir. Nervig, aber ist in Ordnung. Wir haben unser Marmolida und können damit noch gut gegen das Makargo ankommen. Von daher jetzt nicht allzu tragisch. Okay, du machst das so. Du bist nicht so krass bei deinen Ladeattacken. Du musst hier aber einsetzen. Lohnt sich das hier schon reinzuschilden oder eher nicht? Ich glaube nicht. Ich habe hier zwar ordentlich Attackendruck, bin mir aber nicht sicher, ob sich das lohnt. Makago braucht gleich Ewigkeiten, bis es bei Ladeattacken ist. Von daher muss ich mal gucken, hier vielleicht was abzufangen wäre ganz geil. Aber dazu komme ich, glaube ich, nicht, ne? Nee, ich meine nicht und ich muss wirklich hoffen, dass ich runterfahren kann. Wenn ich es schaffe, dich runterzufahren, ohne dass nur. Du darfst keine Attacke schaffen. Bitte nicht. Bitte nicht. Jetzt komm weg mit dir, bitte, 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 bitte. Sauber, alles klar. Du hast zwar noch ein Schild, aber damit wirst du nicht viel anrichten können. Wenn wir das Ganze so machen, ja, ich setze jetzt hier ein. Für den Fall der Fälle, dass hier gleich eine Steinkante oder sowas kommt, die mich besiegt, möchte ich eventuell dein Schild ziehen oder die Verteidigung senken, was ebenfalls sehr geil wäre. Ich weiß nicht, wann du deine Attacken hast. Ich komme hier aber noch. Okay, ich komme hier noch einem Move. Das heißt, ich kann dich hier besiegen. Den ersten Kampf können wir für uns entscheiden. Bitte, Leute, schreibt mir in die Kommentare, ob ihr ein wirklich, wirklich starkes Team für den Johto Cup habt. Denn heute Abend startet er schon und ich brauche wirklich ein cooles Team. Bitte, unterstützt mich. Ich möchte Legende auf jeden Fall noch erreichen, auch wenn privat sehr, sehr viel ansteht, möchte ich mich davon nicht unterkriegen lassen und dennoch mein Ding durchziehen. Und es wäre schon ziemlich cool, wieder Legende zu erreichen. Es wäre schon richtig fett. Ich gebe natürlich alles und ich möchte kein schlechter Verlierer sein. Im Gegenteil. Wenn ich das nicht schaffe, ist das ärgerlich. Ich werde mir dann wahrscheinlich noch echt eine Zeit lang in den Hintern beißen. Ist aber in Ordnung. Ich werde das versuchen. Ich werde versuchen, aus der ganzen Situation einfach Motivation herauszuziehen. Motivation und Energie rausschöpfen für die nächste Season. Die nächste Season ist ja, glaube ich, wenn ich das jetzt mitbekommen habe, ohne Rankings und ohne alles. Und dann auch nur bis Rang 20, wenn ich das richtig gesehen habe. Ich bin mir nicht sicher, was ich davon halten soll. Ich hoffe aber, Niantic schafft das, die Server in den Griff zu kriegen.
Ich bin da sehr, sehr optimistisch. Ich meine, ich habe eh keine Wahl. Mehr als optimistisch sein kann ich gar nicht. Das heißt, einfach hoffen, dass alles funktioniert, hoffen auf eine bessere Zeit. Aber bevor das alles ansteht, kommt jetzt im Jotu Cup, ich glaube der Samstag, der Sonntag und der Montag, glaube ich. Oder? Korrigiert mich bitte in den Kommentaren, haben wir ein Battle Day. Das heißt, gibt ordentlich Sets, die man zocken kann. Und in diesen ganzen Tagen habe ich Hoffnung aufzusteigen. Und ich drücke allen von euch noch die Daumen, die ebenfalls noch irgendein Ziel erreichen möchten. Ihr schafft das. Wir kriegen das schon alle hin. Komm, da machen wir uns gar keinen Kopf. Wir schaffen das schon irgendwie. Ich werde hier overfarmen. Du bist langsam bei deinen Attacken und ich habe keinen Bock, dass du abfängst. Denn ich hatte jetzt keine Lust, dass du den Move irgendwo abfangen könntest, wo es nicht gut ist, weshalb ich nicht direkt einsetzen wollte. Und es gibt Strategien, dass du jetzt rausgehst und wartest, bis ich das erste Mal eingesetzt habe. Sowas machst du nicht. Okay. Ist es mir das wert? Ach komm, machen wir einfach. Wir tauschen Schilder aus. Die Steinkante, die schilde ich sogar da sehr, sehr gerne, ne? Die nehmen wir. So, jetzt gehst du raus. Da hätte ich tatsächlich noch gerne auf Hyperstrahl aufgebaut, weil der würde dich entweder one-shotten oder dich kurz davor bringen, weil jetzt muss ich hoffen, dass ich noch eine Attacke schaffe. Eins, zwei. Nee, das wird nichts. Schade, Marmelade. Ariados hat dann dementsprechend auch keinen Bock auf eine Psychokinese, ne? Die hast du nämlich vor mir. Kann ich eine überleben? Komm, wir schilden rein. Ich habe echt Sorge. Bitte Köder nicht. Sauber. Okay, das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Das heißt, wir machen das jetzt so und müssen an der Stelle hoffen, dass du da nicht noch ein eigenes Elektroball hin hast. Wenn du das hast, sorry, wenn du das hast, wird mein Mamolida Probleme haben. Eins, zwei. Perfekt runtergefarmt. Makago kommt wieder, ne? Und wenn Makago kommt, dürfte die Wechseluhr nicht ready sein. Das heißt, ich muss genau hingucken. Na, komm, wir fokussieren oben, wir fokussieren, wir fokussieren. Was kommt rein? Makago kommt, ich gehe direkt raus. Mach den Sofortattackendruck. Und das hier, okay. Im Endeffekt habe ich da eh keinen Bock drauf, ne? Ich glaube nicht, dass ich das hier noch hinbekomme. Ich denke nicht. Ich setze jetzt hier ein, weil durch die Züge, weil du einen Zug mehr hast mit deiner Konfusion, kannst du mich hier eh nicht so gut in einem Gleichstand erwischen. Kannst das durchlassen, bitte, der Verteidigungsdrop? Schade. Schwierige Angelegenheit. Kriege ich dich vielleicht so weit runter, dass eine Attacke ausreicht? Nein. Das heißt, du bist hier mit deinen Sofortattacken effektiv gegen mich und drüben aber auch. Ja, natürlich kriegst du den Drop. Och, Niantic. Du bist dick auf meiner Seite, ne? Komm her, das kriege ich leider nicht mehr hin. Ich kriege nicht genug Attacken zusammen, um dich zu besiegen. Aber erstmal muss ich dein Schild loswerden. Dann muss ich dich besiegen. Und ich brauche noch mehr als ein Vielender für das Makago. Das wird leider nichts mehr. Schade. Zwei dicke, fette Konter gegen mein Ariados. Ha, wer hat denn keinen Bock mehr da drauf gehabt? Ich war schon ein paar Punkte weiter, ne? Ich war schon bei 2760 wieder und bin dann wieder runtergedroppt. Das heißt, jetzt aktuell habe ich plus 200 Punkte, die 50 habe ich wieder verloren, so um den Dreh. Ist aber in Ordnung. Da sind jetzt keine Punkte da, obwohl, das ist gut, das nehmen wir. Da habe ich gar keine Wahl, ich nehme jetzt aktuell jeden Punkt, den ich kriegen kann. Und wir schauen mal, vielleicht geht da was im Johto Cup. Ich habe da auch, denke ich, ein paar Pokémon, die man mal ausprobieren könnte, die eventuell gut sind. Ich werde aber, denke ich, in der Zeit von dem Johto Cup keine Meme-Teams hochladen. Und ich hoffe, ihr habt da Verständnis für. Denn ich versuche reinzuschwitzen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Du gehst auch nicht für die Attacke. Schade. Du gehst nicht direkt auf Psychokinese. Dann wird es schwierig. Aber das hier macht guten Schaden. Das heißt, acht. Ne, 9, ne? Du hast ausgeholt, das heißt, du bist bei 9. Eine Psychokinese würde ich gerne schilden. Köder hier nicht rein. Perfekt, nicht der Verteidigungsdrop. Okay, du gehst raus. Oh, interessant. Ja, dann bleiben wir hier erstmal drin. Drücken dir vielleicht einen vieländernden Vielender und ziehen eventuell ein Schild. Möchte ich danach rauswechseln? Ja, komm, mach mal. Denn ich hoffe, dass ich hier zu noch einer Attacke komme. Egal, ob du hier einen Body Slam einsetzt. Der Schaden kommt an, ich muss aber warten, bis meine Energie ankommt. Im Endeffekt heißt das für dich, wenn du zwei Attacken ready hast, kriegst du die auch raus.
aber du machst es nicht. Dann denke ich, könnte ich hier schon mit einem Schild rechnen und runterfarmen kannst du auch nicht. Weshalb du nochmal einsetzen musst und das gefällt mir. Ich bringe dich nämlich jetzt in der Distanz runter. Aha, wo Ariados keine schlechten Karten hat. Und ich kann mit Ariados hier sehr, sehr schlecht runterfarmen. Lohnt es sich schon mit Marmolida da reinzugehen? Es ist gerade eine sehr, sehr schwere Entscheidung. Bei Marmolida würde eine Blattgeißel wehtun. Und du farmst noch weiter. Bitte schaff keine Blattgeißel. Ich lasse es durch. Tu mir den gefallenen Köder nicht, mein Freund. Ich bin sehr gespannt, was dein Schlurpi hier macht. Sehr, sehr gespannt. Da, das ist der Body Slam. Den können wir ganz entspannt durchlassen. So, jetzt kommt dein eigenes rein. Ein Vieländer. Der würde hier schon viel ändern, ne? Das heißt, wir machen das jetzt. Dann dürftest du auch keine Attacke durchbekommen. Und der geht dir schon Richtung Hälfte runter, ne? Wenn du den schildest, werde ich ebenfalls schilden, weil ich dann noch einen erreiche. So, das heißt, ich hätte hier auch dick ködern können. Erreiche ich hier noch einen? Ja, natürlich. Das heißt, einmal reinschilden, dann farmst du mich runter. Dann gehe ich Richtung Psychokinese und danach muss ich mal gucken, wie die Action hier läuft. Bitte nicht der der Verteidigungsdrop. Jetzt verhaspel ich mich hier schon wieder. So, der Vieländer, Richtung Hälfte, bitte. Du musst schon gut Schaden kassieren. Bam, sauber. Denn ich denke nicht, dass mehrfacher Giftstreich hier die... Na nee, das wäre nicht der Way to go gewesen. Darfst es nur nicht abfangen. Das wäre richtig mies. Das wäre richtig, richtig mies. Ich brauche auch extra Energie, ne? Sonst kommt Meditales gleich nochmal mit einer Psychokinese um die Ecke. Das heißt, 1, 2, 3, 4, gucken, ob du einsetzt. Du setzt ein. Ich musste hier warten, ob er einsetzt, und um zu schauen, dass er keine Attacke abfangen wird. Deswegen mussten wir warten. Das Problem ist, Meditales schafft noch einen Move und besiegt mich. Und er hat immer noch die Möglichkeit abzufangen. Er ist kurz vor der Psychokinese, die er jetzt... Nein, du hast gut gespielt. Respekt. Den Win, den gebe ich dir. Du hast es wirklich gut gemacht. Ah, schade. Du hast sehr, sehr gut mitgespielt und sehr, sehr gut mitgezählt. Den gönne ich dir definitiv, mein Freund. Das hast du verdient. Schade, das war deine Win-Condition und ich habe sie zwar erkannt, aber ich habe nicht damit gerechnet, dass du abfängst. Und ich hatte Sorge, ich war halt in Panik. Ich dachte mir, wenn ich jetzt nicht einsetze, wechselt er raus. Wenn ich jetzt nicht einsetze, wechselt er raus. Was hat er gemacht? Er ist rausgewechselt, als ich eingesetzt habe. Genau das, was ich so im Kopf hatte, ist natürlich passiert und das ist mies. Bomadame ist ebenfalls ein sehr, sehr mieses Pokémon für dieses Team hier in der Führung. Und aktuell sind sehr, sehr viele Leute auf dieses Team hier eingestellt. Das hier hingegen finde ich sehr spannend. Ich könnte ködern. Ich glaube, ich mache das auch. Normalerweise ködere ich in diesem Matchup hier nicht rein. Aber du bist ja als safe reingewechselt. Und ich könnte mir vorstellen, dass du dazu tendierst, einen Move zu schilden. Genau das meine ich. So, hol aus. Oh, bitte, komm jetzt mit ganz vielen Sofortattacken und lass mich in Gleichstand gewinnen. Niantic, bitte sei auf meiner Seite. Niantic. Komm schon, sei auf meiner Seite. Ganz viele Sofortattacken, dass ich einen Hyperstrahl ready habe und Gleichstand gewinne. Niantic, ihr seid die Besten. Ich danke euch. Lieb von euch, sehr gut. Ach, wie geil. Mega. Wechsel geholt, Niantic, top. Top, die Wette gilt. Wie kann man nur so hart auf meiner Seite sein? Ihr seid, heute... Na okay, vorhin war der auch doof, aber jetzt seid ihr gut zu mir und das freut mich. Ich nehme jedes Serverproblemchen, ich nehme alles mit, was zu meinem Vorteil läuft. Klingt doof, ist aber so. Ich nehme jeden Punkt. Ich werde jetzt natürlich das hier auch ohne schlechtes Gewissen durchziehen. Und du hast hinten keine richtige Antwort mehr gegen Marmolida, außer du hast noch einen Lamus oder sowas. Denn dein Elektro-Pokémon ist raus, weshalb ich hier auch den Move schilde. Okay. Meister, sauber. Schaffe ich denn hier noch einen Vieländer danach? Nein. Das heißt, ich kann das jetzt so machen, dich entweder besiegen oder dir ein Schild ziehen. Ich hätte ködern sollen. Dein Bomadame hat fast nichts mehr. Ich hätte ködern sollen. Ja, das war nicht doof. Ja, das war nicht klug. Ich schaffe noch einen Giftstreich, ne? Okay. Hätte ich eventuell Giftstreich und das geschafft, Vieländer, weil dann hätte ich hier gewonnen. Ich habe, glaube ich, einen riesigen Fehler gemacht. Das habe ich nicht so gut gespielt, ist aber in Ordnung. Der Schaden hier ist gut. Ich habe immer noch ein Schild.
Bomadame wird nicht mehr allzu viel machen, ich habe ein wenig Energie auf meine Pokémon, du darfst nur nicht wieder abfangen. Und gleich bist du in der KP-Basis, wo auch schon die Psychokinese ausreicht. Und das ist sehr, sehr schmackhaft. Ich glaube nicht, dass wir das hier nochmal verlieren können. Ich möchte aber auch nicht zu laut schreien. Die Wechseluhr darf nur nicht ready sein. Nicht ready sein, genau. Denn ich habe einen Dreizug-Move und du hast einen Vierer. Das heißt, ich kann einsetzen plus Ladeattacke und du kannst nicht raus, einfach so. Das heißt, du bist weg. Hier kriegst du noch zwei Sofortattacken. Oder du gehst raus, alles klar. Okay, ist schon mal spannend. Ich glaube, wir stehen jetzt 2-2. Ich bin mir nicht mehr sicher. Weiß das einer von euch? Ich meine, es war 2-2. Wir gucken kurz nach. Okay. Das heißt, meine Freunde, mit viel Daumen drücken kann ich hier positiv rausgehen. Es ist mir auch jetzt nicht so wichtig, in dem Video ein 4-1 oder ein 5-0 zu schaffen. Ich meine, es wäre natürlich cool, euch sowas zu zeigen, aber aktuell steht für mich im Vordergrund einfach immer ein 3-2 schaffen. Ist egal wie, aber ein 3-2 muss drin sein. Ich möchte nicht mit den Punkten bergauf. Bergab natürlich, ich möchte, ja klar. Ich möchte nicht bergauf, Leute, habt ihr gehört? Ich will gar nicht bergauf. Weswegen ich auch sehr, sehr viele Kämpfe verliere. Nein, ich möchte natürlich nicht wieder bergab. Das heißt, 3-2 mindestens, um ein paar Punkte zu generieren. Mühsam erinnert sich das Eichhörnchen. Und das war Sprichwort Learning bei Blondbart. Ich hoffe, die erste Ausgabe hat euch gefallen. Ich könnte hier einmal reinschilden und danach gucken, was ich mache. Durchgehend Giftstreich oder nochmal so ein Vielender. Bitte nicht die Verteidigungssenkung. 1, 2, ich würde direkt nochmal auf den Move, denn ich weiß, dass der dich garantiert besiegt. Wenn du den schildest, komme ich danach nochmal zu einem Giftstreich, bevor du noch eine Attacke hast. Und wenn nicht, hole ich mir den Wechsel. Ich hau dich direkt weg. Dann kommt dein eigenes rein. Und gegen dich schaffe ich auch nochmal einen Giftstreich, der zieht dir die Hälfte ab, bevor du mich mit Lunge anfallen abschwächst. Das heißt, Hälfte deiner KP ist weg. Bam. Nehmen wir. Und ein Dings, wie heißt das? Anfallen könnten wir vielleicht sogar noch überleben, wenn dann aber nur mit einem KP, ansonsten bin ich auch weg. Na, genau das meine ich. Das heißt, hier nochmal ein Giftstreich für ein bisschen Damage. Du hattest vorne hattest du ein Wasser-Pokémon. Das heißt, ich werde mich jetzt hier runterfarmen lassen, um den Wechsel nicht aufzugeben. Hier mit Marmolida reinkommen, weil ich vielleicht mit einem Elektroball oder sowas rechne. Weswegen ich gerne noch mein eigenes hätte. Wenn du vorne Wasser hast, denke ich nicht, dass du so schwach sein möchtest gegen... Was ist das denn? Oh, das Ding. Okay, es generiert sehr langsam Attacken. Und das ist in Ordnung, denn ich komme hier zur Attacke, drücke dir hier ordentlich Schaden und du kannst einsetzen, wenn du danach möchtest. Ich möchte hier nur den Druck aufbauen. Die Sofortattacken, die ich hier einsetze, werden sehr, sehr wichtig für den Schaden, der erreicht wird. Ich habe die Befürchtung, dass du mich danach runterfarmen kannst, wenn ich hier drinnen bleibe. Das heißt, mein Schild muss ich behalten und alles daran setzen, dich runterzufarmen, ohne dass du zwei Attacken schaffst. Zwei Attacken wären richtig mies. Das heißt, wir machen das so, ziehen jetzt sogar ein Schild, müssen dann selber reinschilden und hoffen, dass uns Ariados nicht besiegt. Ich bin ehrlich, meine Chancen stehen nicht gut. Das sieht bitte den Verteidigungsdrop. Niantic, sei doch einmal auf meiner Seite nochmal. Schade. Okay, ich kann hier reinschilden. Dann kannst du mit Ariados reinkommen. Du wirst dann wahrscheinlich noch eine Attacke schaffen, weil hier schaffst du nichts mehr. Hier farm ich dich weg. Das heißt, oh, du bleibst drin. Oh, du machst hier nochmal dicken Sofortattackenschaden, ne? Du schaffst doch noch einen Move, Alarmus, du bist Killer. Du bist ein geiles Pokémon. Schade, meine Freunde. Ich bin leider negativ hier rausgegangen. Was ein wenig doof ist. Und der Psychokinese ist in diesem Cup definitiv die richtige Attacke für das Ding. Es hat keinen Ködermove, aber Fokusstoß braucht man nicht auf dem Pokémon. Das heißt, wenn ihr Lamo spielt, bitte doch gerne immer mit Dings. Mit. Na, sagt mal schnell. Psychokinese drauf. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und wir sehen uns ganz entspannt beim nächsten Mal wieder. Haut rein und ciao.